Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der Auferstandene, sei mit euch. Liebe Mitfeiernde zu Hause vor den Bildschirmen, liebe zugeschaltete Mitfeiernde, ganz herzlich begrüße Sie alle hier in der Kirche Maria Königin zu Hüffenhardt zur Eucharistiefeier am 5. Ostersonntag. Wir feiern heute nochmal digital. Wir wollen alle mit hineinnehmen in dieser Feier. Ab nächstes Wochenende werden wir dann normal feiern können. Im Zeitalter der Digitalisierung sind wir blitzschnell mit tausenden Menschen weltweit verbunden und können mit ihnen Informationen und Meinungen austauschen und auch mit ihnen Trauer und Freude teilen. Die wichtigste Verbindung aber wird uns heute bewusst gemacht, die Verbindung mit Jesus. Er verbindet sich in dieser Feier mit uns. Er möchte uns ansprechen und erwartet auch unsere Antwort. Gott ist selber, der sich um uns kümmert wie ein Winzer um seinen Weinberg. Also, Gott kümmert sich um uns, dass wir im Christsein nicht ohne Früchte dastehen. Deshalb bitten wir den Herrn, der sich uns heute als der Weinstock vorstellt. Wir rufen zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns durch deine Auferstehung neues Leben gebracht. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du gibst uns Kraft, in deinem österlichen Licht zu leben. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns Gott loben. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, heute schaust du mit Wohlgefallen auf uns, denn wir feiern die Auferstehung deines geliebten Sohnes von den Toten. Durch die Taufe hast du uns Anteil gegeben an diesem neuen Leben. Wir sind versammelt, um diese österliche Verbundenheit zu erneuern durch das Wort deines geliebten Sohnes, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser mit ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus mutig und offen im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat unerschrocken im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als die Brüder das merkten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht vor dem Herrn, und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge leben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm. Und weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes. So spricht der Herr, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitfeiernde,
zu Hause vor den Bildschirmen, liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben. Gartenarbeit liebe ich, vielleicht auch Sie. Als Gärtner, als Hobbygärtner, als Förster oder Försterin kennt man genau, wie die Pflanzen und Bäume sind, wie sie wachsen und was man tun muss, damit sie gesund wachsen und gedeihen können. Der Ast und die Zweige sind abhängig vom Stamm. Wenn der Stamm gesund ist, dann sind auch Ast und Zweige gesund. Jesus bringt im heutigen Evangelium ein Beispiel aus dem Alltag vor: Weinstock und Reben. Wer einmal in Israel war, kann es bestätigen, dass es da viele Weinberge gibt. Wir leben auch in einer Gegend, wo es auch Weinberge gibt. Die Heilige Schrift spricht auch von Weinanbau und Wein. Die Hochzeit zu Kana kommt mir in den Sinn, wo auf einmal der Wein ausgeht. Wein ist ein wichtiges Getränk bei den Feierlichkeiten, auch bei uns. Ein Weinberg zu pflegen und auch ihn zu betreiben, ist eine mühsame Arbeit. Man benötigt dafür viele Mitarbeiter, vor allem viel Geduld und Kraft. Jesus vergleicht das Himmelreich mit dem Weinberg. Alle, die in der Kirche und für die Kirche arbeiten, besonders die Priester, werden als Weinbergarbeiter genannt. In altem Bund war das Gottesvolk Israel der Weinberg Gottes. Liebe Mitfeiernde, Jesus bringt seinen Jüngern bei, worum es im Leben geht, wie das Leben sein soll und auf welcher Weise man es meistern kann. Dazu schlägt er ihnen vor, die stetige Verbundenheit mit dem Stamm. Trennung tut weh, Verbundenheit belebt. Diese Erfahrung können wir in vielen Lebensbereichen machen. Was uns dabei jedoch sofort einfällt, das ist der Schmerzpunkt. Wo gibt es in der Natur und auch im Leben Abschneiden und Trennung? Eine Försterin sagte mir einmal: Bäume sind für mich wie Blumen, nur dass ich sie nicht pflücken kann. Tatsächlich brauchen wir Menschen das Holz der Bäume und dafür müssen wir sie fällen. Empfindet ein Waldarbeiter für den Baum so etwas Ähnliches wie Schmerzen, wenn er ihn umsägt? Oder wenn ein Baumwart im Spätwinter oder im zeitigen Frühjahr die Bäume richtet und sie ausschneidet, dann kann er beobachten, dass die Schnittfläche eines abgeschnittenen Astes kröpfelt. Ich höre ihn sagen, der Baum blutet. So ist es auch beim Weinstock, wenn er ausgeschnitten wird. An der Schnittstelle tritt das Rebwasser aus und der Winzer spricht vom Rebblut. Diese Beispiele zeigen auch, dass wir in der Lage sind, Schmerzen zu empfinden über die Trennung von der ursprünglichen Verbundenheit. Liebe Schwester, liebe Brüder, die Wunde des Weinstocks bietet genau den Ansatzpunkt, um von Ende Mai bis Mitte Juni ein Edelreis zu veredeln. Das Rebblut treibt neu in das veredelte Edelreis und verbindet es zum lebendigen Weiterwachsen. Der Weinstock, die Grundlage, verbindet sich mit dem veredelten Edelreis, um es aktiv zu durchsaften und es aktiv zu durchbluten. Jetzt schauen wir auf Jesus, der sich mitten im Leben hat abschneiden lassen vom Land der Lebenden. Symbolisch für die vielen Wunden an seinem Leib bei der Kreuzigung sprechen wir von den 5 Wundmalen. Der Apostel Thomas verlangte stellvertretend für uns alle, diese Wundmale zu sehen, zu berühren und auch zu begreifen. So sind die Wundmale Jesu auch für uns die Ansatzpunkte für unseren österlichen Glauben. Jesus ist der Sohn Gottes, der sich von unserer unheilen Welt hat verletzen lassen. Dadurch wollte er nicht nur die Freude am Leben, sondern auch das Leid voll und ganz mit uns teilen.
Gott selbst, der in den Wundmalen seines Sohnes geblutet hat, bietet uns in diesen Wundmalen den Anschluss an sein Leben. Liebe Mitfeiernde, Jesus als Weinstock hat seine Wurzel im Alten Testament. Er selber ist der lebendige Stamm und er wächst in der Gestalt der Kirche in der Zeit und durch die Geschichte bis in die Gegenwart. Der Weinstock Jesu wird also konkret in der Gestalt der Kirche, in der Gemeinschaft aller Getauften. Nun geht es um unsere Verbundenheit mit diesem lebendigen Organismus des Weinstocks bzw. der Kirche. Die menschenfreundliche Liebe Gottes zu uns ist der eigentliche Anschluss, die in Jesus Christus offenbar gewordene Liebe. Auf diese göttliche Liebe können wir uns einlassen. In diese immerfort sich verströmende Liebe können wir uns versenken. In einem Gotteslob-Lied heißt es, in seine Leib versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Diese aus dem bekannten Weihnachtslied formulierte Antwort führt uns zur Taufe, so ist unwiderruflich. Durch die Taufe werden wir mit unserem eigenen Leben und seinen Verwundungen in die Wunde Jesu veredelt. Diese Einpflanzen in das Wundermal Jesu schenkt uns alle die österliche Einsicht, dass Jesu Schmerz weitaus größer als der andere. Wir klagen oft über das Bekannte, was wäre, wenn, aber Jesus muss alle Konjunktive dieser Welt aushalten. Was wäre, wenn die Menschen statt diesem und jenem, was sie getan haben, sich an den Willen Gottes orientiert hätten? Liebe Mitfeiernde, die Taufe ist unser Veredeltsein und unser Einleben in den Weinstock Jesu. Durch die Taufe sind wir ein Edelreis geworden an ihm, dem Weinstock Gottes. Nun kommt es darauf an, in jeder Lebenslage und unter allen Umständen diese Verbundenheit zu bewahren. Aufgrund dieser Verbundenheit wachsen unsere Früchte des Glaubens. Der Winzer selber sorgt dafür, dass unnützes Gezweig abgeschnitten wird. Unsere Früchte des Glaubens wachsen, weil wir durch den Winzer, also durch Gott selbst, gepflegt werden. Er will uns vor allen Dingen bewahren, die unsere Verbindung mit Christus hinderlich sind. Deshalb achten wir als Rebzweige ganz bewusst in allen Lebensumständen, auch in der Corona-Pandemie-Zeit, auf die Verbundenheit mit Jesus Christus als Weinstock. Wie können wir das gewährleisten? In erster Linie dadurch, dass wir in guten und bösen Tagen durch Gebet, durch guten Vorsätzen und Gottesdienst mit Christus und mit der Kirche verbunden bleiben. Diese Verbundenheit ist ja gegeben, weil wir durch die Taufe ein veredeltes Edelreis am Weinstock Jesu geworden sind. Dies ist eine ganz innige, ja intime Verbindung. Und diese Verbundenheit hilft uns, Krisenzeiten zu überstehen. Umso schmerzlicher ist eine Trennung, wenn jemand aus der Kirche austritt. Er verletzt damit den lebendigen Organismus des Weinstocks und tut sich selber damit keinen Gefallen, denn eigentlich will niemand von der göttlichen Zuwendung abgeschnitten sein. Als Pfarrer, als Hirte und als Christ tut es mir weh, weil mir nicht klar ist, ob Mitchristen, die aus der Kirche austreten, sich über diese tiefen Dimension Gedanken machen. Es hat für mich etwas zu tun mit der Trennung von einem lebendigen Organismus. Liebe Mitfeiernde, die gottgewollte Verbundenheit der Menschen untereinander verdichtet und konkretisiert sich im Weinstock Jesus Christus. Ich traue diesem Weinstock ein neues Leben, neues Austreiben zu, denn er lebt aus der Kraft und der Liebe Gottes für diese Welt. Gottes Heilswille ist unbändig und er will das Heil aller Menschen, auch der vielen Verwundeten. Unsere Wunden, liebe Mitfeiernden, finden wir durch die Taufe
Anschluss in den Wunden Jesu. Aus ihnen strömt für uns alle das neue Leben. Viele Gestalten begegnen wir in der Bibel, die mit dem Stammgott eng verbunden waren, wie Abraham, Isaak, Jakob, Maria, Josef. Heute am 1. Mai ehren wir den heiligen Josef als Vorbild für die Arbeiter, der zu jeder Arbeit eine neue Dimension und Wertschätzung geschenkt hat, den wir ein ganzes Jahr lang besonders ehren im Josefsjahr. Im Mai-Monat ehren wir Maria für ihre besondere Rolle in der Heilsgeschichte. All die Gestalten sagen uns, auf das Bleiben, auf das Verbundenbleiben, auf das Vertrauen kommt es im Leben an. Selige Pauline von Malintrot, eine deutsche Ordensschwester, die Gründerin der Schwestern der christlichen Liebe, schreibt, mit Ruhe, Mut und richtiger Überlegung kommt man unter Gottes Schutz weit. Ich wünsche mir und uns, dass wir, die Reben, immer am Weinstock verbunden sind und verbunden bleiben. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, unser Vater, du bist der Winzer, dein geliebter Sohn ist der Weinstock und wir sind die Rebzweige. In der Gewissheit, alles zu erhalten, um was wir bitten, beten wir zu dir. Jetzt werde ich eine Kerze anzünden, damit wir alle verbunden wissen mit allen Mitfeiernden und genauso in der ganzen Welt weit, wer unser Gebet dann bedürfen. Gib, dass wir die Einladung Jesu wahrnehmen, mit ihm innig verbunden zu bleiben und uns von seiner Liebe durchströmen zu lassen. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir erkennen, wie wir in Wort und Tat unser Christsein im Alltag leben und dadurch Frucht bringen können. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Gib, dass wir die Mitchristen, die aus der Kirche ausgetreten sind, schmerzlich vermissen und begleite sie auf ihrem Weg. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns.
Stifte Mitmenschen an, ihr Christsein durch die Verbundenheit mit der Kirche neu zu entdecken. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns allen mehr Einfühlungsvermögen in alles Lebendige, das wächst und gedeiht, damit wir Jesu Gleichnisse aus der Natur besser verstehen. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir für unsere Seelsorgeeinheit. Lass uns reiche Frucht bringen in der Gemeinschaft, untereinander und in der Verbindung mit dir. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir für alle Menschen, die im Weinberg des Herrn arbeiten. Wir beten für Herrn Mike Spitschu, der am kommenden Sonntag zum Priester geweiht wird. Lass ihm gelingen, dass er mit dir die nötige Kraft hat, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu bewältigen. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. In Stille beten wir für alle Kranken und an Covid Erkrankten. Für unsere Verstorbenen, besonders für alle, die allein gelassen wurden. Für alle Trauernden. Gott, du Winzer deines Weinberges, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, alles Menschliche tun und lassen kann deiner Verherrlichung dienen. Für dieses Ziel unseres Lebens danken wir dir durch Jesus, den wahren Weinstock, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir feiern das Mahl Jesu, das er gestiftet hat, und befolgen seinen Auftrag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wie der Weinstock mit dem Reben verbunden ist, so verbinde uns durch dieses heilige Mahl noch inniger mit Jesus. Lass uns in ihm deine Vermählten sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebe
berührt die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sie dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt, zumal der Liebe. Mit den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein, erheilige sie, damit sie uns wehren. Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er einmal das Brot, sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und sein Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut.
Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und der Liebe, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Stephan, alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schaffen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir gedenken unserer Verstorbenen. Lass uns dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle, wenn unser eigener Weg zu Ende geht. Nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln Märtyrern und mit heiligen Josef und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch die Taufe sind wir alle Gottes Kinder. Durch die Taufe sind wir mit Gott und untereinander verbunden. So lass uns in der kleinen Gemeinschaft beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden und Fehler, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Wünschen wir gegenseitig den Frieden, der uns auch stärkt. Thank you.
Seht Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Halleluja. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, durch diese heilige Mahlzeit hast du uns weiter hineinwachsen lassen in das Geheimnis des Glaubens. Wir danken dir für diese Liebe, die uns reiche und bleibende Frucht bringen lässt zu deiner Verherrlichung. Lass uns in der Liebe Jesu verbleiben, die wir in diesen Gaben empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Mitfeiernde, wir haben heute noch digital gefeiert. Ab kommenden Samstag, ab 8. Mai, wollen wir Präsenzgottesdienste feiern. Ich würde Sie herzlich dazu einladen. Bitte melden Sie sich an durch das Pfarrbüro, durch unser Online-System oder mit dem Telefon. Ihre Anmeldung hilft uns sehr an den Türen. Daher möchte ich Sie herzlich bitten, Ihre Anmeldung vorher zu machen, damit wir gemeinsam ohne Sorgen Gottesdienste feiern können. Ich bitte Sie auch um Ihr Gebet, unseren Diakon Mike Spitschuh, der am kommenden Sonntag zu Priester geweiht wird, bitte begleiten Sie ihn mit Ihrem Gebet. Wünsche ich Ihnen allen einen schönen 1. Mai-Feierabend, noch morgen einen schönen Sonntag und eine gute, gesegnete Woche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne, begleite und behüte euch, der Allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Grüßen wir Gottes Mutter Maria. Thank you.